Gesundheitsschutz. 15 Minuten pro Spielstunde. Schön. Ubisoft. Gab es bei 1800 auch so eine Pre-Sequence? Die ist schön. Hey Mike, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Anno 2205. Und damit seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dessen Videosequenz ich noch nie gesehen habe, weshalb ich nicht weiß, wann das Projekt beginnt und wann nicht. Da haben wir's. Neue Firma erstellen. Ich freue mich. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Und das war sozusagen die Kampagne in kurz. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen. Aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Wie soll ich unsere Firma nennen? Nicht noch eine Firma? BRD GmbH? Einfach nur, um mal sämtliche Verschwörungstheoretiker an Bord zu holen. Nein, ich glaube nicht an diese Verschwörungstheorie. Ich glaube allgemein nicht an Verschwörungstheorien. Sowas ist immer schwierig. Das andere war Star Corporation, weil vor etlichen Jahren hat mein Cousin mal bei Worms eins seiner Sechser-Teams Star Corp genannt. Und das habe ich mir seitdem behalten, sozusagen. Aber wie nennen wir uns? Ich überlege gerade. Okay. ich habe gerade überlegt zwischen Abstergo und einem anderen Namen und ich nehme den anderen Namen. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Shinra, ist das ein Corp? Ist das eine Corporation? So, erstmal zu Google Chrome. Shinra. Warte mal, hier, Shinra Electric Power Company. Okay. Shinra Electric. Wird das zusammengeschrieben? Electric Power?
Electric Power Company. Fuck! Mist, so passt das auch nicht. Mach mal E-Power Company. Ja, so passt es. Danke, aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Hm. Welches dieser fulminanten Logos nutzen wir? Samsara. Hm. Ach, Eden und das andere Logo, genau. Wir nehmen den Drachen. Ich finde, es passt am besten zu Shinra. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Also ich habe bei meinem eigenen Spielstand mit dem Walbruchbecken angefangen. Ich weiß nicht, Terra Petra und Cap Ambar klingen ganz gut. Und so mittlerer Anfangsschwierigkeitsgrad passt. Was hier? Flutebene, Sektor, Eigenheit, Produktionsrate für das ist erhöht. Den machen wir trotzdem Cap Ambar. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Gut, das stelle ich jetzt selber ein. Zufriedenheitseinfluss. Was? Glückliche Angestellte sind wichtig. Bestimmt viel für Umsatz hinbringen. Kein Einfluss fällt sich direkt proportional dazu. Die Umsatzhöhe fällt sich. Geh mal auf mittlerer Einfluss. Ertrag. Stellen Sie sicher. Ich weiß. All diese Formulare so. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Normaler Ertrag des Lagerhauses. Alle Einzelheiten festlegen. Vollerstattung, normale Einnahmen. Kostenfrei. Kosten für Gebäudeversetzung. Das nehme ich noch raus. Rechtsklickmenü ist aktiviert. Industriemenü, wenn eine frühere Firma die Industrie dominiert. Beherrschen Sie diese Industrie mit einer beliebigen Firma? Wird diese Option okay und was bringt es? Mal gucken. Militärstufenfortschritt, Anteilseffekt, Auftragszeit lang. Katastrophen selten. Machen wir mal regelmäßig. Baukostenerstattung. Nämlich vollständig. Gebäude versetzen. Was ist versetzungsverfügbar? Ist an. Ertrag des Lagerhauses. Gehen wir auf Mittel. Sie gehen alles durch, ja? Schwere Gut. Bedingungen. Ich will nicht hetzen. Sind vergleichsweise streng. Okay, passive Kosten. Was ist das? Kosten Fabriken einen bestimmten Unterhalt, selbst wenn ihre Produktion angehalten wird. Ja, das nehme ich mit rein. Das finde ich nur fair. Okay. Shinra E-Power Company. In Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Sehr schön. Ein echtes Inselparadies, nicht wahr? Das Küstengebiet hier ist sehr reich an natürlichen Ressourcen. Ich frage mich, ob das der Grund dafür ist, dass einer der Big Five hier ein Unterwasserforschungsprojekt plant.
Aber das ist jetzt zweitrangig. Das Protokoll verlangt, dass sie in diesem Gebiet einen Raumhafen errichten. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. So, ich mache das jetzt einmal so und ziehe hier eine fette Querachse durch. Dann werben sie Arbeiter an. Das schöne Baumenü hier. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Jemand hat Arbeiter gerufen? Baupläne verfügbar. Verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Hier sind zum Beispiel keine keine Marktplätze vonnöten, sondern nur eine Anbindung an ans Kontor. Dann brauchen wir Biopolymere. Neue Gebäudearten verfügbar. Oh, ups, Warneinfuhr fehlt. Ja, dazu sollte ich vielleicht auch das hier mal bauen. Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Ach, Sonnenblumenfarm, stimmt, ich muss ja keine Felder setzen. Und es muss, glaube ich, auch nicht direkt mit der Straße hier verbunden sein, oder? Das weiß ich gerade nicht. Ja, warum spiele ich jetzt Anno 2205 und nicht Anno 1800? Ich sag's einfach ganz einfach, wie es ist. Anno 1800 hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich aber auch sehr angestrengt, weil die Kampagne, wie ich finde, kein gelungener Einstieg ins Spiel ist. So, minus 155 und minus Arbeitskraft. Einstellungen. Gibt es irgendwo einen Blaupausenmodus Gameplay? Größere Kameraentfernung, Untertitel, Bauplätze anzeigen. Okay. Warnung! Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Genau deswegen werbe ich gerade Arbeitskräfte. Ihre Bauarbeiter gehören zu den ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. So, als nächstes brauche ich Wasser. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. So, und hier sieht man schon den Einfluss des Kontors. Firmenstufe gestiegen. Sie haben folgende Belohnung erhalten. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Hier sehen wir auch unsere Konkurrenz. Wir sehen hier aber auch auf der Karte, es gibt keine direkte Konkurrenz in der Umgebung. Wir sind solo in dieser Welt hier. Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Wenn Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Sehr zufrieden. Gut, Biokost habe ich noch auf Lager. So, jetzt fehlt mir Energie. Um Energie zu produzieren, muss ich zuallererst erstmal Windräder bauen. Und dann geht hier ab die Post. Hierfür brauche ich auch keine extra Felder setzen, sondern die haben hier ihre Felder drin. Jetzt ist für Wasser gesorgt, jetzt ist für Felder gesorgt. Was brauchen wir als nächstes? Wärmen Sie Arbeiter an, bauen Sie Infozentren.
Haben Sie Arbeit für mich? Ja. So, neues Gebäude verfügbar. Bauoptionen erweitert. So. Als nächstes wollen die Leute ein Infozentrum haben. So, hier sieht man, oben die Straße ist komplett blau, die untere Straße ist grau. Weil ich schon direkt am Anfang Scheiße gebaut habe. So, erstmal volle Baukostenrückerstattung nutzen. Denn hier zwischen soll eine Straße. Und damit öffnen wir dann das Baumenü und setzen jetzt eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten Ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. In meinen bescheidenen. Und jetzt können die direkt aufsteigen. Alle Systeme online. Hoffentlich geht es bald los. Damit habe ich Administratoren. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. So, unser nächster Auftrag ist... Beginnen Sie damit, Ihren Raumhafen zu einem Global Raumhafen zu verbessern. Produzieren Sie Baubots, Vitamin-Drinks. So, also ins Baumenü. Erreicht neue Stufe. Admins. Und dann... Was brauchen die? Verbraucht pro Minute Nanokeramik und Kobalt. Hier ist es egal, wo ich eine Mine baue. Also hier ist es nicht wie in 1800 mit hier hast du das Vorkommen, sondern hier hast du einen Minenbauplatz, stell eine Mine dorthin. Was habe ich denn jetzt hingestellt? Nanokeramik oder Kobalt? Kobalt, okay. Da geht uns mal wieder der Strom aus. Also unser größter Konkurrent in Anno 1800 ist der Strom. Jetzt haben wir hier eine Kobaltgewinnung, eine Nanokeramikgewinnung. Also, was ist dann der nächstliegende Schluss? Richtig, wir bauen eine Baubotfabrik. Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. So, und schon wieder geht uns der Strom aus. Und ich hatte zum Glück auch den Vorteil, dass du keine speziellen Arbeitskräfte brauchst, sondern... Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Ja, sondern du das so regeln kannst, indem du einfach mal alle aufsteigen lässt. Und dadurch wachsen jetzt unsere Arbeitskräfte in der Stadt. Bauoptionen erweitert. Ziehen nach und nach Leute ein, dann kriegen wir auch Arbeitskräfte dazu. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die... So, hier oben haben wir immer noch unsere Mission. Und die wird halt nicht permanent eingeblendet. Kann ich das Tutorial ausstellen? Ja. Ich kann es hier so einblenden lassen, kann hier rumfummeln. Zeigen, zieh weg Bedürfnis und an bestimmten fertig. Mir geht keiner mehr auf den Geist.
kann natürlich auch gleich größere Wohnkomplexe erstellen. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Wie viele können hier maximal... 20 können hier maximal drin sein und hier... 5. 5, 10, 15, 20. Also ist genau die gleiche Anzahl, nur ein großer Komplex.